Name ist Laura von Welk und ich habe zwei Wollläden in Köln namens Laura's Wollladen. Den ersten in Ehrenfeld habe ich jetzt schon im 7. Jahr. Und vor 5 Jahren habe ich dann auch noch schon existierenden Wollladen in der Innenstadt übernommen. Und ja, und kämpfe mich jetzt mal durch den Lockdown. November, Dezember sind meine stärksten Monate, wie für viele, denke ich mir. Und das trifft jetzt schon ganz gut rein. Das war jetzt, bevor wir schließen mussten, war schon ein Run von den Kunden, aber wir haben immer noch nicht den Umsatz vom letzten Jahr im Dezember gekriegt. Und deswegen müssen wir jetzt mal gucken, dass wir dieses Click und Collect machen, dass wir vielleicht den Umsatz vom Dezember vom letzten Jahr ein bisschen, also sagen wir den Verlust minimieren. Das ist es, das ist die Aufgabe jetzt. Boah, das ist ja jetzt auch eine gute Bestellung, ne? Kriegt da wieder so ein Plättchen mit, ne? Die Leute brauchen ja ihre Wolle und ich brauche meinen Umsatz. Also müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, wie wir da zusammenkommen. Ne? Und dann gab es ja Gott sei Dank diese Möglichkeit, dass die Leute hier bestellen können telefonisch. Sie können auch per WhatsApp bestellen. Wir machen dann auch FaceTime oder sie können per E-Mail bestellen, telefonieren. Wir beraten die, wir können auch dann Filme drehen, Bilder schicken, wie die Wolle aussieht. Hallo? Laura's Wolle. Hi! Tag! Ich habe auf der Homepage gesehen, dass du eine kostenlose Anleitung zu einem Pullover aus der Babywelt hast und wollte fragen, ob du mir vielleicht mal die Farben näher zeigen kannst. Kannst du sie sehen? Oh ja, sehr schön. Also da oben haben wir die Beige-Töne, ne? Dann haben wir schöne Gelbtöne, hier so ein bisschen in die Rotrichtung, Blau. Ich glaube, dann würde ich mich für das Orange entscheiden. Das finde ich schön. Schön farbenfroh für den Herbst. Okay. Könntest du mir das vielleicht zuschicken? Ja, das verschicken wir kostenlos, also kostenloses Porto. Mache ich dir ein Paketchen fertig. Du schickst mir dann per WhatsApp deine Adresse. Alles klar, dann warte ich auf deine Mail und vielen Dank für die Bestellung. Also wir haben dann die Bestellung vorliegen. Ja, dann suchen wir die Wolle raus, packen in Tüten, schreiben Namen drauf und dann kommen die Leute an die Tür. Sagen ihren Namen, kriegen dann die Ware, die wird abkassiert per Karte und dann sind die auch schon wieder draußen. Die Leute sitzen ja viel länger jetzt zu Hause und sitzen viel mehr am Computer und wollen irgendwas bestellen, weil man ja nirgendwo hingehen kann. Und dann ist es natürlich viel einfacher, mal eben so einen Klick zu machen, als irgendwie anzurufen. Ich habe eine Internetseite, ich habe einen Newsletter, den habe ich gerade rausgeschickt, dass wir weiterhin für die Kunden da sind, so den beschrieben ungefähr, wie es geht, also was man so machen kann, eben halt abholen oder verschicken. Ich bin bei Instagram, bei Facebook und ja, das stellen wir uns immer selber dar. Also ich bin so ein bisschen das Frontgesicht, weil ich glaube, ganz wichtig ist, dass irgendwie Leute ein Gesicht brauchen, auch wenn es eben halt irgendein so ein ganz weit weg Medium ist, aber gerade deswegen denke ich mir, und ich denke, da muss man irgendwie präsent sein, ne? Über diese ganzen Social-Media-Geschichten und gucken, dass man immer in Erinnerung, sich in Erinnerung ruft, ne? Nicht zu viel, man muss aber auch immer so eine Grenze finden, ne? Man darf die nicht total nerven, aber immer so ab und zu mal zu sagen, hallo, hier bin ich, ist eigentlich total wichtig, gerade jetzt. Laura's Wollladen, guten Tag. Hallo. Ich meine, so ein bisschen was auf Facebook machen und auf Instagram wenigstens ein bisschen ist, glaube ich, für jeden drin. Ich denke, der eine kann gute Bilder, der andere kann gut texten, der andere hat irgendwie eine andere Idee und einfach raus damit an die Kunden. Muss ja nicht alles so perfekt sein. Ja.